Hi Leute, in dem Video geht es um Heilungsphasen. Es geht darum, sich mal Zeit und Ruhe für sich zu nehmen. Und gerade so in dieser schnelllebigen Zeit heutzutage, wo alles immer gleich machen und tun und alles andere zählt nichts. Gerade in so einer Zeit ist es noch viel wichtiger, sich Zeit und Ruhe für sich zu gönnen und sich das auch zu nehmen. Und dem Körper die Chance zu lassen, zu heilen eben in der Zeit. Dass man zur Ruhe kommen kann, dass man sich wieder mal finden kann, schauen kann, was in einem vorgeht. Ja, und alte Dinge verarbeiten kann vielleicht, die dann hochkommen. Und ja, das ist eben ein so ein Ding, diese Schnelllebigkeit, dieses immer beschäftigen, immer tun, immer machen. Und ich denke, bei den meisten Menschen ist es wirklich so ein, sich immer beschäftigt zu halten, damit man dann nicht mit sich selbst konfrontiert wird. Weil man dann sich mal eingestehen muss, so, was mache ich überhaupt? Und man fängt mal an, ins Grübeln zu kommen. Man denkt immer sein Leben nach, man denkt sich nach, so, ist das wirklich, was ich will? Was lebe ich überhaupt? Habe ich Freude so? Und dieses viele Beschäftigen, was viele Leute eben machen. Auch dieses so, selbst wenn sie dann Urlaub haben, viele Menschen. Dann haben sie Urlaub, was wird am ersten Tag gemacht? Hey, gleich los, ein Stress. Ab in Urlaub, dann volles Programm, jeden Tag irgendeine Stadt besichtigen, jeden Tag irgendwie was machen, bloß nicht zum Nachdenken kommen. Und dann letzter Ferientag wieder zurück oder so. Und dann direkt am nächsten Tag wieder in die Arbeit. Dann wird wieder an die Arbeit gedacht und immer ans Nächste gedacht. Und so kommt man halt nie in so eine Heilungsphase. Man kommt nie dazu, wirklich das Ganze mal zu verarbeiten, was in einem vorgeht. Und es staut sich einfach weiter auf, bis es halt irgendwann zu spät ist, bis halt immer mehr hochkommt, bis es halt dann mit Nachdruck verlangt wird vom Körper durch extremere Krankheiten oder Ähnliches, durch Burnout dann irgendwann und all solche Dinge. Und es ist einfach eben wichtig, sich die Zeit rechtzeitig zu nehmen. So als kleine Regel kann man sich zum Beispiel dann setzen, ich habe Rüdiger Dahlke immer gehört, dass du einfach sagst, ich nehme mir jeden Tag eine Stunde für mich Zeit, wirklich eine Stunde Zeit, das zu tun, was ich möchte, zu schauen, was an Gedanken hochkommt, wie geht's mir und was fühle ich, was für Ängste habe ich vielleicht gerade, wovor habe ich eigentlich Angst so. Und das eben auch mal anzunehmen, zu verarbeiten und dadurch mehr zur Ruhe zu kommen. Genauso jede Stunde sich so eine Minute Pause zu gönnen, einfach mal durchatmen. Eine Minute hat jeder eine Stunde. So. Auf der Arbeit so einfach mal ein paar ruhige Atemzüge nehmen. Und sich mal nicht reinstressen, nicht darüber nachdenken, was dann nach dieser Minute kommt und dann muss ich wieder arbeiten. Und genauso dann in der Woche einen Tag für sich zu nehmen, im Monat eine Woche eventuell für sich nehmen und einen Monat im Jahr, wo man eben schauen kann, dass man einfach mehr zu sich kommt und sich ausruhen kann. Genau, wie gesagt, Dinge verarbeiten. Und da passiert so viel eben. Und jetzt ist ja auch gerade wieder die Zeit so jahreszeitmäßig jetzt. Es wird kälter, die Tage werden kürzer, die Natur zieht sich zurück, lässt die Blätter fallen und macht nichts, ruht sich aus so. Aber das ist so wichtig, um dann wieder in volle Blüte kommen zu können, um dann wieder Energie zu tanken. Und ja, es wird einem gerade in Deutschland dann zum Beispiel enorm Druck psychisch aufgebaut, so wenn man
sich mal Ruhephasen gönnt. So, und wenn man einfach mal sagt, hey, ich bin einen Monat, da geht nichts, da kümmere ich mich um mich. Wenn ich was mache, dann mache ich es, weil ich gerade Lust drauf habe, aber nicht, weil mir das jemand sagt. Und ja, dann denkt jeder, faul und ist nichts am Tun oder am Machen. Und vielleicht denken sie das Ganze nur, weil sie selbst es vielleicht gern machen würden und sich selbst die Zeit auch dann mal für sich nehmen würden. Aber es ist eben so, dass das ja gesellschaftlich sehr geächtet ist, sag ich mal. Und man da echt sich selbst dadurch, durch seine ganzen Prägungen, durch diese ganzen Denkmuster, die man sich da so reinpressen hat lassen in seiner ganzen Kindheit, Jugend und Erziehung, dass man ständig denkt, ich muss was leisten, damit ich was bin. Und dieses Ganze, ja, das muss man mal weglassen und sich wirklich die Zeit für sich nehmen. Sich da auch von niemandem reinreden lassen. Und in diesen Heilungsphasen, es ist eben so, man muss nicht immer 1000% Leistung erbringen. Sonst ist es halt irgendwann mal aus. Die meisten verbrennen sich eben. Ja, Burnout halt. Und das führt zu nichts. Das ist einfach nur, hey, dann denken die Leute, boah, was leistet der? Was leistet der? Ja, wie lang macht er das noch? So, dann macht er das mal ein paar Jahre und dann ist halt vorbei, ne? Oder irgendwelche Hochleistungssportler, die verschüren sich halt völlig, weil sie jeden Tag ihre Leistung bringen müssen. Bloß keine Saison aussetzen, ist ja nicht mehr lang so. Und dann, wenn du irgendwie 30, 40 bist, so als Hochleistungssportler ist ja schon vorbei, so was machst du danach? Und wenn du wirklich auf einem gesunden Level lebst und dich um deinen Körper und auch Geist und Seele kümmerst, dann weiß man genau, dass es nicht schlimm ist, vielleicht jetzt auch mal sich die Pause zu gönnen, um danach dann wieder ja, voll aufblühen zu können und Vollgas geben zu können. Und dann funktioniert das Ganze auch ohne, dass man sich dabei kaputt macht. Ganz im Gegenteil, das läuft dann echt, es läuft dann immer besser und ja. Man muss sich nicht immer an so ein unnormales Tempo anpassen, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Das, was die Gesellschaft macht, ist irgendwie wie mit 200 auf eine Betonwand zuzufahren. Und das kann nicht gut gehen. Und da kann man einfach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Und dann ist es halt vorbei so. Aber dann ist es halt zu spät so. So, die meisten Leute greifen nach irgendwas, wenn sie dann schon irgendwie todeskrank sind und irgendwie schon den Wasserfall runterfallen. Dann wollen sie noch irgendwie Halt suchen. Man muss vorher schon schauen, dass man eben was macht und die Dinge dann erkennt und verarbeitet. Und auch wenn nach außen hin, gerade in solchen Heilungsphasen oder wenn man fastet oder viel entgiftet, das nach außen hin vielleicht für die Gesellschaft sehr ungesund wirken mag oder dass man dann in der Zeit oh, schlecht ausschaut und schlecht drauf ist. Und viele Emotionen eben hochkommen. Es ist eben so, aber man sollte sich die Zeit dazu nehmen und sich davon niemanden ein schlechtes Gewissen einreden lassen. Ja. Das ist einfach sehr wichtig. Und auch was jetzt zum Beispiel dieses Thema Ernährung angeht. Man hat sich so lange jetzt in eine negative Richtung entwickelt gehabt, die Generation vorher schon immer schlechter gegessen, immer mehr Fleisch, tierische Produkte, immer unnatürliche, immer mehr verarbeitete Lebensmittel. Und jetzt mit den letzten zwei, drei Generationen wurde eben die Krone halt nochmal aufgesetzt mit den Pestiziden und mit chemischen Düngemitteln, mit hochverarbeiteten Lebensmitteln, mit Hormonen, Schwermetallen, Quecksilber. Und was weiß ich, was alles in der Umwelt im Essen reingepackt wird. Und all das muss wirklich entgiftet werden.
Und dazu braucht man eben auch die Heilungsphasen, diese Entgiftungsphasen, diese Ruhephasen. Und das geht halt nicht von jetzt auf gleich. So eine Entgiftung dauert halt mal 5, 10, 20 Jahre. Das ist nicht von heute auf morgen gleich passiert so. Es ist unvorstellbar, wie weit wir von der natürlichen Lebensweise abgerückt sind. Wir hocken den ganzen Tag auf Bürostühlen oder fahren mit Autos, bewegen uns nicht mehr, atmen keine frische Luft mehr und essen in völlig unnatürlichem Maße Dinge, die nichts mit Essen zu tun haben, sondern es sind praktisch nur noch Drogen. Also es hat nichts mit Essen zu tun, was diese Zivilisationskost, das ist einfach nur, ja, das ist keine Ernährung, das ist ein Gift, das man sich reinstopft. Das ist, man gönnt dem Körper keine Pausen und man stopft auch nur Gift rein. So. Ein verarbeitetes Lebensmittel hat nichts mit Ernährung zu tun. Jegliches verarbeitetes Lebensmittel. Und dazu braucht man eben dann Zeit, jahrelang, um zu entgiften. Und ja, man kann den Prozess eben auch angenehm gestalten, indem man das eben langsam vonstatten gehen lässt und viel Grün isst. Viel Gemüse, gedämpftes Gemüse und sowas. Wildkräuter, Salate, Sprossen, Avocados und all solche Dinge. Aber trotzdem wird man dann Phasen haben, wo der Körper einfach stärker entgiftet. Und in den Phasen schaut mal nicht gut aus. Das ist wie bei einer Raupe, die zum Schmetterling wird. So. Man muss sich erstmal einpuppen und dann geschieht diese Metamorphose und man kann seinen Körper heilen und danach ist man dann gesund. Krankheit ist eben nur die Heilung und Krankheit ist einfach die Ausscheidung von Giften aus dem Körper, immer. Bei einem normalen Menschen, der wird halt krank, entgiftet, weil er schon so vollgestopft ist und so überfüllt, dass einfach der Eimer überläuft und man aus allen Poren die Gifte noch irgendwie rauskommen wollen. Aber wenn man dann den Körper entgiftet durch die Ernährung oder durch Sport und sich weniger Mist reinstopft, dann entgiftet der Körper, weil er jetzt merkt, er hat Ruhephasen, er hat ja Potenzial zum Heilen in der Zeit. Und es ist eben eine andere Sache dann von Krankheit, von Entgiftung. Ja. Aber im Grunde ist Krankheit eben immer die Ausscheidung von Giften aus dem Körper. Und ob das jetzt aus dem Grunde entsteht, weil man Neues immer wieder nachschiebt und er trotzdem noch so mit aller Not ein bisschen was loswerden will, oder weil man ihm die Zeit gönnt und nichts mehr Neues nachschiebt und dann kann er es einfach mal sauber machen und einen ganzen Hausputz machen. Also, was ich mit dem Video eigentlich sagen möchte, ist, nehmt euch die Zeit, um zu heilen, um eure Gesundheit zu kümmern und lasst euch da nichts einreden. Und wenn ihr merkt, dass es euch besser geht, auch wenn ihr gerade vielleicht schlechter ausschauen mögt, aber es ist einfach die Entgiftung, beziehungsweise also man muss da schon ein gutes Maß finden und schauen, wann es nicht zu viel wird einmal. Aber man kann da schon extrem weit gehen. Also ja, auch nicht gleich immer Panik machen lassen. Jeder normale Mensch denkt sich ja immer, oh, also der lässt sich ja schon nach. Weiß nicht, da schaust du mal einen Tag schlechter aus und dann ist irgendwie gleich Weltuntergang und jeder redet dir irgendwie ein, ey, mach mal wieder was anderes, ess nicht mehr so gesund. Da kann man schon ein bisschen reingehen und es braucht diese Heilungsphase, diese Umwandlung und ja, nehmt euch die Zeit. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht mit Krankheit, Entgiftung, Heilung, was das ist. Schaut euch das nochmal an. Genau. Dann wisst ihr auch, was ich damit genau meine. Okay, ansonsten so viel zu dem Thema. Macht's gut, Leute. Ciao.